Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Legacy of the Duelist. Wir sind jetzt bei Gegenoffensive. Da duelliert sich Yuma als Xexel mit irgendeinem komischen anderen Dude. Ich hab keine Ahnung. Währenddessen in der Barian-Welt. Unser Plan war es, den Menschen Macht zu geben, damit sie die Nummern stehlen und die Astralwelt zerstören. Leider wurde Vetrix und Faker beide durch die Macht von Xexel besiegt. Deshalb werden wir die Astralwelt selbst zerstören. Ah, das ist wahrscheinlich seine Dude sein. Aber die Barian-Welt und die Astralwelt sind beide Meta-Energie-Welten. Wir können sie nicht direkt angreifen. In ihrer Welt können wir nicht in unserer natürlichen Form erscheinen. Wir müssen uns als Igitt-Menschen verkleiden. Was? Wir haben keine Wahl, wir brauchen diese Nummern. Irak, geh du. Ich? Du bist ein tapferer Barian-Krieger. Ich weiß, dass du den Job erledigen kannst. Ja, ich bin ein tapferer Krieger und auch stark. Ich werde mir jede einzelne Nummer holen. Keine Sorge, Duon. Ich zähle auf dich, Girak. Zurück auf der Erde lernte Yuma einen neuen Schüler kennen. Ray Shadows. Wow, ich kenne dich. Du bist Yuma, der Champion vom Web-Duell-Karneval. Junge, ich bin froh, dass ich dich getroffen habe. Ich heiße Ray, ich bin ein großer Fan von dir. Ich würde gerne bleiben und über mich reden, aber ich muss zur Schule. Ich möchte nicht, dass du zu spät kommst. Ich werde dich pünktlich zum Unterricht bringen. Wir nehmen den Ray-Weg, das bedeutet eine jede Menge Abkürzungen. Wie durch den Schrottplatz mit knurrenden, tollwütigen Hunden, ah. Währenddessen erwachte Sharks Schwester Rio endlich aus ihrem Koma und ging wieder zur Schule. Reginald, ich dachte, wir würden zusammen zur Schule gehen. Bist du etwa zu cool, um dich mit deiner kleinen Schwester sehen zu lassen? Schön, dass du wieder auf dem Bein bist, Rio. Es ist schön, ein paar freundliche Gesichter zu sehen. Was für ein toller Start in meinen ersten Schultag. Dann tauchte der Barianer Alito und Girak in menschlicher Form auf. Die Schule wurde schnell gefährlich, als Girak Yuma angriff. Ich bin Girak, ein Barian-Krieger. Und du wirst untergehen, du Trottel. Alles klar. Plötzlich erscheint Alito und rettet Yuma. Warum hilfst du ihm? Das ist meine Sache. Du Verräter. Wir brauchen die Nummer dieses Jungs, um die Welt zu retten. Ja, das ist mir bewusst. Aber ich will Yuma und Esper allein besiegen. Nicht du, ich. Moment, wenn ich akzeptiere, riskiere ich meine Nummern, richtig? Natürlich. Wir werden uns beide um Nummern und um unser Überleben duellieren. Bin bereit, in einem Duell gegen dich alles zu riskieren. Ich werde dich und Astral besiegen. Wenn du unbedingt kämpfen willst, dann nur zu, wir sind bereit. Ich aktiviere ein Barian-Sphärenfeld. Duellieren wir uns. Oh, jetzt sieht ja weitaus krasser aus. Duellieren wir uns. Nochmal ein Screenshot machen. Geschichtendeck. Mal gucken, was Yuma so für ein Deck spielt. So, die setze ich mal und die Betäubung setze ich auch mal. Dann special ich die. Wir hatten erst unserem extra Deck Tropia, Leviathan Drache. Oh, da war zwei blutrote Schattenrüstungs-Ninja. Ich frag mich nur, wo er den eigentlich her hat. Dann gehe ich jetzt wieder auf Utopia. Bam.
Sicher, das sind diese Karte. Können keine offenen ZB, die du kontrollierst, nicht durch Karteneffekte des Gegners zerstört werden. Karteneffekte zerstört würde, steht das ein. Ja, okay. Ich will nicht übertölpeln. Oh, nice Golem. Go, 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 Golem. Unermüdlicher Boxer, Konterschlag. Kannst einen Friedhof beschwören, das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung auf eine Verteidigungsposition, okay. Wow, das war's schon. Das ist jetzt nicht wirklich krass. Und wieder. Windsturm der Phönixflügel. Ich frage mich nur, ob der eigentlich auch wirklich weiter wird. Wahrscheinlich da, der wird wahrscheinlich vier Karten haben, die er jeweils dreimal drin hat. Könnte ich mir gut vorstellen. Nochmal Utopia. Utopia. Aber eigentlich hätte ich das auch auf ihn machen können. Wenn ich das Duell jetzt beendet. Aber gut, 3700 Utopias. Einmal pro Spielzug kannst ein unermüdlicher Boxermonster in deinem Friedhof oder in deinen Verbannten. Die Sätze kontrollierst, wird die gleiche Stufe. Nicht so Kampf zerstört werden, ja. Okay. That's yucking me sehr wenig. Schaukarte. Das war's dann wohl. An der Stelle komplett.
Alito. Alito, geht es dir gut? Lass mich dir aufhelfen. Das war wirklich ein episches Duell. Aspril, meine Nummern gehören dir. Jetzt hier, für mich ist es Zeit, in die Barian-Welt zurückzukehren. Leb wohl. Aber Alito wurde nicht in die Barian-Welt zurücktransportiert. Das ist nicht die Barian-Welt. Wer auch immer mich hergebracht hat, zeig dich. Oh, Ray Shadows. Hahaha. Du bist es. Oh cool, ich hab Yuma-Packs. Nicht Deck ändern, Kartengeschäft. Kranich-Kran. Oh. Schwarzes Maischiff. Maisschiff. Verkörperung des Verbrechens. Topf der Begierden, ja moin. Dann machen wir das Doppelduell noch. Irak erreichte schließlich denselben Ort, an den Alito transportiert worden war. Ah, Alito, du siehst ja schlimm aus, was ist passiert? Angegriffen. Es ist Ray. Alito, komm schnell. Komm schon, halt sie doch. Alito! Irak wollte dann Rache an Ray nehmen. Du wirst dafür bezahlen, dass du Alito so zugerichtet hast, Ray. Wovon redest du? Ich würde niemals jemanden verletzen. Stell dich nicht dumm. Alito sagte, du hast ihn angegriffen. Mehr Beweise brauche ich nicht. Ja, ich geh second. Oh, der spielt ziemlich viele Gagaga. Feuerhand. Gagaga-Barriere. Rangsteigerungsmagie. Barians, kleine Kraft. Ein Nummer 10 Monster mit einem. Okay. Was hat denn der so in seinem Deck? Utopia Strahl. 5. Utopia Strahl, Utopia. Wieso hat er auch Utopia? Oh, Spiegelkraft. Gagaga Magier. Und Gagaga Wache. Nicht nur Spiegelkraft. Das ausgerüstete Monster, wenn diese Karte auf dem Schuriduf gelegt wird. Alexis, was du kontrollierst, erhalten. Oh, 300. Feuerhand. Eishand. Durch eine Karte eines Kampfzerstörers auf den Friedhof gelegt, du kannst einen Zauber wählen, der kontrolliert zerstöre das Gebiet. Okay. Auf dem Spielfeld zerstöre das gewählte Ziel. Das mache ich auch, aber ich mache das mit der hier. Das Gegner seinen Angriff deklariert, wird das angreifende Monster verbannt, das gewählte Ziel. Ha! Oh, Geisterbeere. Okay. Seems legit.
Wieso greift sie den an? Um nochmal Mutter Grizzly zu beschwören. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber gut, er kriegt halt keinen Kampfschaden. Lager, weißt du, kannst du diese Karte Spezialbeschwörung beschwören, okay. Ah, nee, das ist Ganbara. Okay. Bringt mir aktuell nichts. Oh. Bringt mir aktuell auch nichts. Oh. Rost- und Flammendrache. So ein Feuer- und Zerwassermonster. Okay. Natürlich gehe ich auf Excalibur. Nicht auf Excalibur, sondern auf Utopia. Was ist ein Utopia-Monster? Lass ich dies abhängen. Was stört das Monster? Oh. Utopia-Strahl. Battle Phase. Okay, Utopia Strahl ist dann gar nicht mal so schlecht. Okay, ich kann es aktuell nicht machen, weil es anscheinend nur bei offenen Monstern geht. Da ein verdecktes Kon- oh, Feuerhand. Ich finde es so lächerlich eigentlich, dass er die einfach so, dass er die so einfach zerstören kann. Hat man so ein krasses Bossmonster draus und dann hat es keinen Schutzeffekt. So, dann nehme ich mir ja moin. Danke, Spiel. Ein Monster kontrolliert, du kannst das Spezialbeschwörung von deinem Deck. Gagaga Kind. Caesar kann nicht angreifen, das heißt, denn du kontrollierst dann an. Ah, okay.
Wow. Du kannst ein Monster von einem Friedhof verbannen, das eine Stufe hat. Die gleiche wie die Stufe des Monsters. Das ist. Okay. Wie oft hatten wir schon Feuerhand? Also ihr könnt Feuerhand auf jeden Fall noch einmal ziehen. Genau. Das ist das, was ich eigentlich möchte. Gehe ich auf Excalibur? Nein, ich nehme auf Utopia. Ah, ich kann nur Utopia Strahl machen. Was siehst du für dir eigentlich, dass dein Gegner. Ich finde diesen einen Utopia Strahl also mega schlecht. Also wirklich, ich finde ihn nicht gut. Bedeutende Hand. Oh. Jetzt machst du mal eine Beschwörung. Nein, Edelstein, Ritter, Perle. Oh. Damit. Nein, ich kann ja das aktivieren. Dann lege ich den einfach drüber. Oh, ich sehe es wieder. Wiederbelebung. Ja, komm, ich zerstör beide. Ah, ich kann ihn dann ins Extra-Deck zurücklegen. Ja, gut, ich hätte lieber Utopia nehmen sollen, in dem Fall. Aber es ist egal. Ray, warum hattest du eine Barian-Karte? Wer bist du? Oh, das wirst du noch herausfinden. Letzten Endes. Moment, Ray. Du musst mir noch immer noch verraten, was es mit dieser Barian-Karte auf sich hat. Du hast uns einiges zu erklären. Ich bin beim kosmischen Sondereinsatzkommando von Barian. Das kann doch nicht wahr sein, du bist ein Barianer. In der Barian-Welt gibt es also gute und böse Leute. Genau, Yuma. Die Barian-Welt ist kein böser Ort, aber einige tanzen aus der Reihe. Das ist die Wahrheit. Und jetzt, wo du sie kennst, lass uns zusammenarbeiten. Im Ernst? Klasse. Um ernsthaft gegen die Barianer kämpfen zu können, brauchst du diese Karte. Unmöglich, es ist Rangsteigerungsmagie, Barians kleine Kraft. Suche nach Schatten, Teil 1. Also machen wir beim nächsten Mal.